Hallo und recht herzlich willkommen zur 9. Folge Titanfall 2. So, jetzt schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Letzte Folge war auf jeden Fall nicht einfach mit den ganzen Zeitsprüngen und sowas, aber wir haben es irgendwie mit viel Glück gemeistert. Kehre zu BT zurück. Machen wir. Aber ich glaube nicht, dass ich dort durch muss, oder? Ah, da hinten scheint so ein kleines Ding zu sein. Mach mal. Alter Schwede. Okay, probieren wir es mal. Rein, oder? Komplett fail, Leute. Machen wir nochmal. Wo springst du hin? Zeig mal. Zeig das mal, Papa. Ach so, er sagt es doch. Ich muss irgendwie hinter den Gittern da ran. Ist irgendwie hinter die Gitter da gesprungen, oder? Keine Ahnung, wo der da hinspringt. Bringt ihn da ran? Ich verstehe das nicht. Timon, wo springt er da ran? Egal. Springt der da hinten durch, oder was? Weiß es nicht. Ich komme da nicht hoch. Ich bin kein Profi-Mensch. Weiß nicht, wo der da ranspringt. Springt. Ach so, jetzt warte mal. Jetzt. Okay. Hab schon gecheckt.
Yeah! Strike! Mann, ist ja klar, dass ich hier die Dinge verändern muss, die Zeit verändern muss. Ja, wieder mal zu kompliziert gedacht. Ich habe gedacht, dass der da irgendwo durch so eine Lücke da durchspringt oder sowas. Okay. Alles klar. Ich muss mal schauen, was hier bei dir geht. Bei dir. Synchron und so läuft noch alles. Schreib's mir ruhig mal dann in den Chat rein, Timo, wenn irgendwas nicht synchron läuft oder sowas. Also, Frame Drops habe ich jetzt keine. Zeigt mir das Programm an. Das müsste eigentlich alles gut laufen. Ein Test. Ein gottverdammter Test. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlassen. Was, ja? Ich muss alles sofort gut? Okay. Sarah informieren. Ein Schritt weiter. Ich hab den Leute, nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mit irgendjemand rede, weil ich tue nebenbei noch streamen. Also das sind Streamaufnahmen, was ihr hier seht auf YouTube. Kuppe, basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen. Alles klar. Kehre zu BT. Schauen wir mal, ob wir den finden, den Kameraden. Wollte mich hier unten aber noch ein bisschen umschauen. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Muss ich wirklich Google Chrome nehmen, dass ich das umstellen kann mit den Twitch-Text, Timo? Das ging jetzt mit Internet Explorer nicht und mit Firefox auch nicht. Da habe ich jedes Mal einen Error 402 gehabt, keine Ahnung. Aus. Automatisiertes Sicherheitspersonal, feuern Sie auf alle IMC-fremden Militäreinheiten. Na, die Scheiße, die Waffe macht nicht mehr. So, Zwischensequenz, Leute. Oder? Nee. Sitzen. Stoßen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Habe jetzt auch das mit zwei Monitoren gemacht. Die also vom PC aus. Ich sehe gerade PC-Gameplays, also nicht mit der Elgato oder so. Ist alles über softwaremäßig gesteuert jetzt. War ich da vorher gerade, oder? Thank you.
Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Jetzt wollen wir rein. Steuerung geht an Piloten. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, nicht gut auf uns zu sprechen. Was haben wir denn da? Präziser Schulterlaser. Blockt Beschuss und wirft ihn zurück. Per Laser gezündete Sprengminen. Schwere aus der Brust abgefeuerte Laserkanone. Alles klar. Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Protokolle, starten Sie den Test los! Verstanden, der Eindringling darf die Ladung verkeilen und umsetzen erreichen. So, wo ist BT jetzt wieder? Mann! Lade überlastet! Sie müssen evakuieren! Pilotenmodus aktiv. Festgestellt. Alter, den hätte man einen Schaden. Okay, wir sind anscheinend jetzt komplett. Wir haben jetzt hier. Sind komplett in der Zeit gefangen. Die ist komplett angehalten anscheinend. Krasses Ding. Krasses Ding. Machen!
Scan läuft. Gute Arbeit, Pilot. Scan abgeschlossen. Laut Anderson hat die IMC vor, den Milizplaneten Harmony mit einer effizienteren Version dieser Waffe zu zerstören. Cooper, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Flotte braucht diese Daten. Alles klar. Timo, wäre das kein Spiel für dich? Pilot Cooper, Anderson ist tot. Doch wenn wir den Kontakt mit der Flotte wiederherstellen, können wir seine Mission abschließen. Der Interstellarsender dort kommt wie gerufen. Und wenn wir nicht rechtzeitig dort sind? 40 Millionen Seelen auf dem Planeten Harmony sind verloren. Wir müssen SRS-Commander Sarah Briggs informieren. Pilot, der Sender ist genau vor uns. Scans melden minimalen Energiefluss. Reparaturen werden nötig sein. Mehrere Kontakte in 300 Metern Entfernung. Feindkontakt bestätigt. Die Stalker haben offenbar Befehl, den Kontrollraum zu attackieren. Achtung, der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Steuerung geht an Piloten. Negativ. Der Nebel ist für organische Wesen tödlich. Tot können sie die Mission nicht fortsetzen. Im Cockpit sind sie sicher. Pilot, im Kontrollraum des Senders halten sich Milizeinheiten auf. Sie senden ein Notsignal. Ich stelle durch. Hey, da draußen! Pilot! Hören Sie uns! Wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen. Hier, Captain Cole vom 3. Grenadierregiment. Werden von Stalkern überrannt, brauchen Unterstützung. Ich empfehle, wir helfen bei der Neutralisierung dieser Stalker und nehmen dann direkten Kontakt mit den Milizschützen auf. Kann ich in den Nebel jetzt rein oder nicht? Okay, ich kann da rein. Interessante Taktik, Pilot. Mein 40 Tonnen schweres Chassis eliminiert Stalker sehr effizient. Bedrohung neutralisiert. Gute Arbeit. Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht. BT-7274 an Miliztruppen. Alle Bedrohungen wurden eliminiert. Sie haben uns den Arsch gerettet. Die Stalker waren einfach nicht tot zu kriegen. Lang hätten wir nicht mehr durchgehalten. Wir öffnen jetzt die Sprengtüren. Kommen Sie rein. Der Pilot und sein Captain sind im Aufzug. McCord, holen Sie sie raus. Captain, wie ist der Status des Senders? Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen, aber das hier ist kaputt. Gerät, Elektrotool. Funktion, erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Dieser Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk dieser Anlage zu höchster Vorsicht. Sie müssen das Elektrotool bergen.
Viel Glück, Sir. Wir haben da unten schon zu viele Männer verloren. Ich dachte, seit der Zerstörung von Demeter fehlt es der IMC an Nachschub. Wir haben eine Menge hirnlose Stalker, das steht fest. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Blisk und seine Söldner sind eiskalte Killer. Ist eine gute Sache, dass sie hier mit der Reihe nach erledigt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle wieder einen Cut und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.